Hallo und herzlich willkommen. Ihr seid wieder richtig hier bei Optionsstrategien TV. Heute machen wir weiter mit Covered Calls für Trader. Im letzten Teil haben wir schon über das Gesamtmarktumfeld gesprochen und heute geht es ans Eingemachte. Wie finden wir denn die richtigen Aktien? Das positive Gesamtmarktumfeld, das haben wir schon besprochen. Das heißt, wir schauen uns einfach an, wie ist denn der gesamte Markt? Wie ist denn der S&P? Wie ist der Nasdaq? Wie ist der DAX? Und das können wir, wie gesagt, über so simple Dinge, über so simple Filter quantifizieren, wie eben beispielsweise gleitende Durchschnitte, Moving Averages oder auch über Trendlinien oder was auch immer ihr dann nutzen wollt. Es muss eben bloß einfach so sein, mal ganz simpel gesagt, die Märkte übergeordnet müssen steigen. Das ist das beste Umfeld für Covered Calls für Trader. So. Wenn wir das haben, können wir natürlich aber auch nicht wahllos irgendeine Aktie nehmen, sondern wir müssen natürlich auch Aktien finden, die sich besonders gut eignen, in diesem Marktumfeld in einer Strategie wie Covered Calls gut zu performen. Und was ist jetzt die Bedingung an so eine Aktie? Also wir müssen uns erstmal überlegen, was muss denn so eine Aktie für Bedingungen erfüllen, damit sie in meine Strategie passt? Und die erste Bedingung wäre natürlich, dass sie ein starkes Momentum aufweist. Das heißt, sie muss so stark oder noch stärker als der Markt sein. Und um das in einfachen Worten auszudrücken, wenn du eben einen Markt hast, der nach oben geht und der schön steigt, dann muss eben die Aktie auch nach oben gehen. Am besten vielleicht schon ein neues Hoch machen, vielleicht ein neues Allzeithoch machen oder so. Das wäre dann eben ein sehr, sehr positives Bild dieser Aktie und die würde sich dann super eignen fürs Covered Call Writing. Schauen wir uns hierzu einfach mal zwei verschiedene Charts an. Ich habe hier mal bewusst Aktien genommen aus dem Dow Jones, also sehr große Aktien, die jeder kennt und die jeder auch ganz leicht für sich nachvollziehen kann. Bild Nummer 1 oder Chart Nummer 1, American Express. Wenn ihr euch den Chart anschaut, das ist jetzt hier ein Wochenchart, dann seht ihr, das ist keine starke Aktie im Moment. Ihr seht, die Aktie ist vom Hoch in den letzten Monaten, muss man schon sagen, fast 50% gefallen. Sie erholt sich zwar jetzt gerade wieder, aber die Aktie ist deutlich unter die Räder gekommen. Und wenn ihr auch noch so ein bisschen jetzt aktuell den Gesamtmarkt im Blick habt, der fast an seinen Allzeithochs ist und die Aktie ist noch deutlich unter ihren Allzeithochs, dann ist das keine Aktie, die besonders stark ist. Das heißt, die würde ich persönlich momentan fürs Covered Call Writing als Trader komplett ausschließen. Schauen wir uns den zweiten Chart an. Die zweite Aktie, Home Depot. Ne, dieser Baumarkt aus den USA, riesige Kette. Schaut euch diese Aktie an. Ich glaube, es wird sehr, sehr deutlich, wie stark sich diese beiden unterscheiden. American Express mit deutlich noch unter dem Höchstkurs liegenden Preisen und Home Depot auf Allzeithoch. Und das wäre genau der Punkt, oder das wäre genauso eine Aktie, die wir vom Momentum her suchen. Das ist nicht der einzige Punkt, zum zweiten Kriterium kommen wir gleich. Aber das wäre so eine Aktie, wo wir sagen würden, okay, die macht natürlich momentan fürs Covered Call Writing Sinn, weil sie ist stärker als der Markt. Sie hat ein neues Allzeithoch. Das heißt, wenn unsere Großwetterlage jetzt grünes Licht geben würde, würde sagen, so, das ist ein bullisches Marktumfeld, dann wäre das natürlich die viel, viel bessere Wahl als die American Express. Das heißt natürlich nicht, dass American Express jetzt nicht besser laufen kann als Home Depot. Aber warum würden wir trotzdem die in Anführungszeichen sicherere Aktie Home Depot nehmen? Ganz einfach, weil die zeigt schon, dass sie Momentum hat. Und sollte der Markt jetzt aus irgendwelchen Gründen wieder schwächer werden, dann wäre diese Aktie eben weniger gefährdet als eine Aktie, die eh schon schwächer ist als der Markt. Zweite Bedingung ist, wir brauchen liquide Optionspreise. Immer wieder kriege ich E-Mails von Kunden oder auch von Zuschauern hier auf YouTube, die mir dann schreiben, guck mal, ich habe ja Covered Call gemacht und das hat nicht funktioniert. Und dann gucke ich mir die Aktien an und stelle fest, ja, das sind aber auch irgendwelche Penny Stocks, das sind irgendwelche ganz kleinen Aktien, das sind Aktien, die nur aller paar Dollar einen Strike haben, die Bid-Ask-Spreads bei der Optionen sehr, sehr groß sind. Und das eignet sich natürlich nicht. Wir brauchen hochliquide Aktien mit hochliquiden Optionen. Und eine relativ simple Idee, wie man das finden kann, ist, dass ihr einen Scanner nennt oder einen Screener besser gesagt. Scanner, Screener ist glaube ich in dem Falle das gleiche. Ich habe jetzt mal den hier genommen von Finviz. Auch hier zeige ich euch mal das Bild. Und da habe ich ein paar ganz einfache Dinge eingestellt. Ich habe mir einfach mal eingestellt, einen Börsenwert von mindestens 10 Milliarden Dollar. Also das heißt, die ganzen kleinen Firmen fallen da schon mal raus.
Ich habe einen Preis eingestellt von mindestens 70 Dollar. Ich habe natürlich eingestellt, dass die Optionen hat. Ich habe eingestellt, dass sie an ihrem Allzeithoch notiert. Und dann habe ich noch als letzten Punkt für die Liquidität, habe ich dann noch genommen, dass mindestens 1 Million Aktien am Tag gehandelt werden. Und wenn ihr das kombiniert, wenn ihr also sagt, okay, ich suche über diesen Screener hochliquide Aktien heraus, die gerade an einem Allzeithoch sind oder nahe ihres Allzeithochs. Ich habe eine Großwetterlage, die insgesamt bullish ist und meine einzelne Aktie ist eben vielleicht noch bullischer als der gesamte Markt. Dann findet ihr einfach Aktien, mit denen es sich lohnt, Covered Calls zu machen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Kommentar aus dem allerersten oder aus dem letzten Video nach dem Motto, ich kaufe Aktien und dann schmiert die ab. Ja, das wird euch aber viel, viel seltener passieren, wenn ihr so einen Scan-Vorgang macht, wenn er sagt, ich suche ganz bewusst ganz spezielle Aktien heraus, um Covered Calls zu machen, als wenn man sagt, ach ja, ich finde die Aktie ganz gut und ich schreibe da mal jetzt ein paar Optionen darauf. Ja? Also das ist, glaube ich, so der Punkt, was viele falsch machen, dass irgendwas gehandelt wird, dass man sich keine Gedanken macht um das Warum. Wenn man das aber macht, dann ist Covered Calls, ich kann es immer nur wiederholen, eine der besten Strategien, weil sie sehr einfach ist, weil sie sehr simpel ist. Und ihr werdet auch kennen in den nächsten Videos, dass man sie eben auch mit kleineren Konten machen kann. Jetzt bin ich wieder, wie immer, neugierig auf das, was ihr dazu zu sagen habt. Findet ihr diese Herangehensweise, findet ihr das richtig? Macht ihr es vielleicht genauso? Macht ihr es anders? Habt ihr andere Ideen? Falls ja, schreibt mir das alles in die Kommentare. Und dann sehen wir uns schon im nächsten Video wieder. Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen. Besser gesagt, ihr seht ja mich. Ich kann ja euch leider nicht sehen. Deswegen, ich bin auf eure Kommentare angewiesen. Schreibt mir, was ihr denkt. Und dann sehen wir uns wieder. Also, bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.